Horus, Isis, Tja, Seif und wie sie alle heißen, heißen euch herzlich willkommen zum zweiten Part des Let's Plays von Europa Barbarorum 2. Ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt, oder ihr, oder du, oder was auch immer. Wir haben den ersten Part lang recht viel hier in den Städten und mit den Einheiten gemacht, damit wir sehr viel sparen können. Und heute möchte ich euch kurz etwas zeigen von der Karte und so. Und danach mal nächste Runde machen und vielleicht mal einen Krieg machen, wenn ich kann. Aber zuerst muss ich mal kurz schauen, wie hier die Loyalität ist. Ja, es ist halt schwer. Am besten eins noch weg. Die Reiter sind eigentlich nicht so teuer hier. Ich weiß nicht, ob ich das reicht bis hierhin. Ich könnte mal hier hingehen. So. Genau. Und die hier sind ja da unten gewesen irgendwo. Da in der Stadt wahrscheinlich. Okay, also. Eben in dieser Kampagnen-Map geht es hier über Saudi-Arabien, das ist die Halbinsel hier, und hier Indischer Ozean, also hier beginnt schon Indien dann, und ja, hier oben ist Sibirien, wo ist eigentlich der Aralsee, das ist der Aralsee, das ist der große See, der austrocknet, den war früher noch recht groß, sieht so aus, und ja, die kenne ich gar nicht, die da oben. Aber das ist das Kaspische Meer. Also ihr seht, Kaspische Meer, also in Rom 1 ging es eigentlich nur so bis in die Mitte des Kaspischen Meer. War hier abgeschnitten. In Rom 2 weiß ich es nicht genau, aber ich glaube auch nur bis hier. Also es geht noch einen weiter Schritt nach Osten. Und auch nach Süden. Also in Rom 1 war ja hier eigentlich Schluss. Und jetzt geht es bis hier unten, also richtig groß. Und wie ihr zum Beispiel bei Italien seht, es gibt viel mehr Städte. Also hier ist eine Stadt, hier ist eine Stadt, hier ist eine Stadt, hier ist eine Stadt, hier, 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 hier und hier unten überall. Also die Stadt gibt es übrigens nicht mehr, weil die nicht realistisch war, Mallorca, oder? Da war noch keine Stadt früher, da waren nur so kleine Siedlungen, halt so gestrandete Leute. Und übrigens gibt es sogar noch Wald im Wasser. Okay, da müssen sich noch ein bisschen ändern. Es gibt noch andere Sachen, wie zum Beispiel dieses Bergwerk im Wasser, das ist zwar ein bisschen realistisch. Ich glaube, das ist Salzbergwerk. Und andere Fehler, aber ihr müsst denken, dass diese Map richtig groß ist, also ja, kann schon ein paar Sachen noch falsch liegen und so weiter, weil der Mod auch noch nicht so alt ist, also ja, hat ein bisschen längere Zeit nicht entwickelt worden, aber sollte eigentlich jetzt wieder in der Entwicklung sein, ich hoffe es wenigstens, weil ich würde den immer supporten, also ich mag den Mod und ja, da möchte ich ihn nicht vermissen, dem er einfach nicht mehr entwickelt wird oder so. Ihr seht hier zum Beispiel, so ist es gerade laut, wenn ihr irgendwas gehört habt. Und ich bin ein bisschen müde, weil es ist nicht wegen dem Let's Play, wegen dem Let's Playen bin ich nicht so müde. Es ist eher so, weil ich Kampfsport trainiere und das mehr als einen Profi-Kampfsportler, weil es für mich gesund ist und ja, aber natürlich ohne mir irgendwie Kopfschläge oder so ein zu kassieren oder so. Da bin ich da schon doch ein bisschen zu sensibel noch später dann. Aber einfach Muskeln trainieren und eben joggen und alles mögliche. Und dann bin ich ein bisschen müde heute Morgen. Aber ja, das wird wahrscheinlich nach einiger Zeit wieder gehen. Ich habe so ein Zittern irgendwie. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil es so arschkalt da innen ist. Mein kleines Stübchen ist so extrem kalt. So. Also ein Schiff kostet 500. Also ein Schiff, ja, eine Flotte.
brauchen wir das unbedingt momentan. Eigentlich schon wegen dem Ding. Dann lassen wir das. Gehen aber hier zum Hafen. Sollen wir solche Kitten haben, mit denen möchten wir Frieden haben. Ja, die können uns noch viel behilflich sein, abschotten und so. Aber die werden wahrscheinlich uns auch dann wieder angreifen. Je nachdem, also es gibt immer wieder so Intrigen in diesem Mod. Ich möchte kurz noch zeigen. Wir sind mit 4 sind wir verfeindet. Mit 2 mindestens will ich nicht mehr befeindet sein. Das eine war Pontus, ja. Und das zweite wäre eigentlich Seleuka. Mazedonien bräuchte unsere Hilfe, weil die haben schon recht viel Krieg am Anfang. Ja, die haben auch 4, okay, die haben 3 plus Ding. Epiros. Ich hoffe, Epiros ist jetzt nicht so stark wie bei mir, weil ich habe sie recht unterstützt. Ich bin mal gespannt, wie ist Ding. Also ich möchte schon Krieg haben, aber meistens nur mit einem gleichzeitig oder so. Später können wir dann auch mehr taktisch das Ding. Ich tue die mal rein hier. So, jetzt möchte ich noch die Seitenwertung anzeigen. Da mache ich auf alle Seiten und hier auf Produktion Gebiete. Man sieht leider sehr wenig hier noch. Dann machen wir das im nächsten Stammbaum, in der nächsten Runde. Stammbaum haben wir letztes schon mal gezeigt und mir fällt einfach immer auf, dass bei Ägypten die 2 schon gestorben sind, bloß der. Da kann ich nichts machen. Wahrscheinlich haben die Motte einfach so ein bisschen laufen lassen, da sind die 3 gestorben oder so. Oder es ist so beabsichtigt. Aber ich denke, die sind recht alt geworden. Die sind zum Beispiel 37, 62 ist der sogar, also da müsste der ungefähr 90 sein. Und der 120 ist das. So, Listenschreifter, also das sind genau Soldaten. Okay, machen wir weiter. Verbleibende Jahreszeiten, ich habe das hochgestellt, damit wir so lange wie möglich dranbleiben können und uns auch mal ein bisschen also Spaß erlauben können und so, nicht immer sofort alle Städte, weil schaut mal, was sie mir erobern müssen. Wahnsinn. Ich möchte hier, ja. Es ist jedem Volk anders, dann vergesse ich das manchmal, wo der runde Weiterknopf ist. Beziehungsweise man kann es eigentlich vergessen, einfach nicht sehen. Weil es ja eigentlich eben im gleichen Ort ist. Aber immer so ein komischer Stempel. Ja, was macht die? Greift die an? Nein. Gut. Prima. Was? Ein FPS? Wow. Das ist wegen dem Laden. Ja, die wollen Frieden. Komm. Klar, natürlich. Ja, wenn ihr die Differenzen beibringen wollt. Was uns? Geht's noch? Ja klar. Anschlag annehmen. Ja, bitte. Darf ich Ihnen gleich noch Handelsrechte anbieten? Noch eine kluge Idee? Ja, ist von Wert. Okay, wenigstens ein bisschen. Da hat es auch so eine Höhle fett in der Mitte. Und jetzt kommen andere noch. Wahrscheinlich sind es die Araber. Handelsrechte, sehr gut, nehme ich an. Wir brauchen Geld. Ihr wahrscheinlich auch. Sagen, dass sie uns nicht angreift dann. Und jetzt kommen noch die Ding. Sklaven. Die Rebellen. Scrolllock. Muss schauen, Scrolllock. Da oben rechts. Ja. Screenshots, ich bin nicht so der Screenshots immer vor die Videos macht, aber
Irgendwas kann ich doch sicher gut machen. Ich weiß nur nicht was. Alexandra will ich drauf. So. Kann man das nicht wegmachen? So ist es so. Wieso sagt er immer, sie sagt immer Basileus? Basileus ist eigentlich Basler, also lateinisch Basel. Wieso sagt die Basileus? Keine Ahnung. So, also, so, ein Screenshot gemacht und jetzt muss ich das wieder ausmachen. Und anmachen, gesagt. Ja, also, Rundenbericht. Ja, ihr seht's, auch wenn ich sehr viele Truppen einstampfe, der Gewinn ist immer noch groß und das Militär ist natürlich jetzt runter, die Kräfte. Das ist ganz klar. Und die Finanzen sind auch runter wegen dem. Und insgesamt sind wir jetzt auf den dritten Platz runtergefallen. Aber dafür in Produktion und Haushalte hoch und das freut mich stimmig. So, also machen wir das mal hier, bevor wir es vergessen. Und die da. Das ist nicht so gut. Okay. Können nichts machen. Braucht noch einige Zeit. Können wir noch eine Wachturm bauen, okay. Ja. Ptolemaioi. Ich hatte ja hier kein Geld. Sorry. Bisschen heißer bin ich auch noch. Und ich habe so Magen, wie sagt man dem? Sodbrennen. Bin ja so nicht so ganz gesund. Ich frage mich, wo das Bevölkerungswachstum echt gut ist und die Beliebtheit auch gut. Hier zum Beispiel können wir das nach oben tun. Wir brauchen momentan keine Bevölkerungswachstum. Wieso ist eigentlich hier so viel los? Können wir noch ein bisschen einsparen. Das sind Ossod, die sind recht gut. Kosten wenig. Was? Die sind so viel besser und kosten so wie viel weniger. Einen einstampfen und naja, einen von denen. Ab der ohne Ausbildung. So. Und jetzt. Hatte ich da noch irgendwo? Das ist schwer. Wo ist der? Da ist er. Ich muss jetzt irgendwie zu dem Ding kommen. Gehe ich hier? Das sind Seleukiden, ja. Okay, dann. Wo hatten wir noch Truppen reingetan? Hier. Muss noch kurz schauen, wer am. Jüngsten ist Kommando Meisterschütze bei der Verteidigung. Dann nehme ich nicht den mit Verteidigung, dann nehme ich den da. Den. Und wieso kann ich nur so wenig? Weil der schon. Okay, dann nehme ich den. So, du musst auch noch. Hast du ein. Heißt das der? Ist das der? Der Anführer? Da hat nämlich gar keine Loyalität. Man muss so weit laufen. Kann man eigentlich das nicht mit dem Schiff machen? Ich mach das mal mit dem Schiff, sonst geht das ewig. Dann. Ja, ich bin gerade sehr am Denken, sorry dafür. Ich wollte mit den Spionen und den und dem Attentäter laufen dann. Also hier ist Antiochia. Die haben nichts drin, also wenn wir jetzt hier reingehen.
mache immer so Spion oder Assassinen Spielstände, einfach weil ich Angst habe, dass die sterben. Okay, er hat es geschafft. Okay, die sind hier im Krieg. Gehe ich mal, hat es hier keine Wege. Scheinbar nicht, das ist kein Weg, oder? Doch, das ist ein Weg, das ist keine Landeslinie. Dann gehe ich hier weiter, man sieht es so schlecht irgendwie. Vor allem zu hochauflösend ist. Ja, schauen wir mal nach Odessa. Wir gehen dahin, da geht sicher niemand durch. Weil ich habe immer Angst, dass die gefunden werden und dann werden sie assassiniert. Sie werden assassiniert. Sie werden umgebracht. Oh, der ist echt gut. Also, ich werde mit dem jetzt hier nach oben gehen. Danke. Du bist so Leukiten. 60. Ja, ich frage mich, ob ich da noch etwas rausfinden kann. Jo, ziemlich etwas herausgefunden. Und jetzt 40%, das ist schlecht. Wo hat es eigentlich die Rebellen jetzt? Wo? Da drüben hat es Rebellen gehabt, aber. Ich gehe jetzt hier nach oben. Mit dir auch. Also. Wahrscheinlich werden sie nichts machen. Ich hoffe es einfach. Oder einfach besser ausbilden lassen, damit sie nicht so schwer entdeckt werden. Hier gibt es zwei große Steinbrüche nebeneinander, okay. Also, hier 3700 Gold. Das da ist viel zu teuer. Die Musik finde ich so gut, also sie nervt nicht so wie bei Rom 1, Medieval 2, so die ich habe. Aber sie ein bisschen mehr Abwechslung hätte ich schon ein bisschen gern gehabt. Aber das ist eben vom Modder gemacht, die können nicht so schnell neue Lieder bringen. Also machen wir. Hier könnte ich noch irgendwas erschaffen. Ich weiß nicht was. Bogenschützen und einer von denen. Dann haben wir noch 3052. Das ist gut. Ich hab's nicht so gern, wenn er kommt und dann seine Zigarettengeruch hier überall verstreut, weil er sehr stark raucht. Und vor allem, wenn er kommt, wenn er geraucht hat. Also, sonst ist es einer der besten Papas, die man ja je haben kann. Also, ich muss dann auch hier irgendwas machen bei Salam, beim Salami. Bei der Salami-Stadt. Und ich denke, ich werde das zu einem Handelsimperium machen. Hafenhandel. Muss ich den Hafen also umbauen. Mache ich auch, okay. Gut, mache ich auch. Also, dann war es das mit dem ersten mit der ersten Runde oder mit der zweiten Runde? Okay, sind wir schon in der zweiten Runde? Nein, der Part ist noch nicht vorbei. Ich hoffe, ich habe alles. Ja, ich habe alles. Scheinbar. Und jetzt kommen die und Waffenstillstand, 100%.
Da muss ich gar nicht nach oben kommen. Nicht? Ich werde es mir merken, okay? Okay, ein bisschen beschleunigen. Die Römer, Baktrien, dann kann Armenien und Lusitanien. Okay. Samantier. Ich lese immer Saurus Reich. So. Also. Da ich gespeichert habe, möchte ich kurz zuerst das mit dem Spion machen. Ein Diplomat, der Hayastan. Was sind die Hayastan? Hat geklappt. Diese Filmchen kenne ich irgendwie gar nicht, die haben sich sonst immer übersprungen. Wegmachen. Erfolgreich. Mit 75% ist es auch hoffentlich klar, dass es schafft. Zwei zu Agenzkill. Okay. Dankeschön. Ich weiß nicht, welches Reich das war. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Tut mir leid für dieses Reich. Wahrscheinlich dieses da oben oder so. Keine Ahnung. Vor allem habe ich jetzt ein bisschen besser Ding an den Täter, oder? Jetzt muss ich ob schnell irgendwo abhauen. Da hoch. Und der Spion, der geht mal hier rüber. Ja, hier oben könnten wir mal hin. So. Und dann können wir hin. Gut. Grenzen Sie sich. Ihr habt jetzt die Option, eine Kolonie militärischer Siedler zu gründen oder eine vorhandene Region zu verbessern. Eine Militärkolonie, ab diesen sehr teuer und machen sehr schlechten. Okay. Ich dachte, die blockieren den Hafen. Ja, dass die, Bürger nicht so aufgebracht sind. Also, dass sie aufgebracht sind und nicht mehr so lieb sind. Das ist wahrscheinlich. Nein, das ist Administration. Da weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, was Administration ist, aber wahrscheinlich für Handel eben. Okay, wahrscheinlich einfach so. Ein Büro zum besser handeln und besser, also für mehr Plätze zu verwalten bei der Rekrutierung. Okay. So, ja, da gehen wir mal hier hin. 5.751, okay, 51, ja. Sie. Was sollen wir nehmen? Brauchen alle so lange? Ja, Bevölkerungswachstum. So. Naja, Attentat und Spion bräuchte ich jetzt nicht. Spion bräuchte ich. Ist zu teuer. Noch zu teuer. Und hier könnte ich, was könnte ich, einen Markt? Das ist doch wahnsinnig teuer. Hätte ich hier gar kein Geld mehr. Also ihr seht, ist der Mod, der übertreibt überall ein bisschen im Schwierigkeitsgrad. Also, man kann nicht einfach nur noch Gebäude bauen, wie man halt es am besten findet und so. Man muss richtig planen, wo solltet ihr Gebäude bauen und welche Gebäude und alles mögliche. So, mein Mund ein bisschen nässen.
Deshalb hier das. Ich muss die kleinen ausbauen, nicht die großen Städte. Hier habe ich es fertig, ja. Okay, das ist sehr gut, dass der Hafen fertig ist. Also Salamis war das. Also Küstenpatrouillen, das ist so wahrscheinlich so ein bisschen Militärart. Was machen die? Auch Handel. Okay. Also Patrouillen sind es wahrscheinlich einfach Handelspatrouillen. Ja, hier kann man nichts machen. Nichts mehr bauen, bis es nächste die Stadt. Also das Dörfchen. Und hier. Ja, das werde ich das restliche Geld ausgeben. So. Okay, dann haben wir einen Bericht. Diesmal haben wir einen Gewinn von 2468. Ja, ihr seht es, alles in erster Platz. Also bei allem sind die Seleukider ersten Platz. Und wir steigen so noch ein bisschen ab, weil wir Einheiten noch eingestampft haben. Okay. Aber eben am Anfang werden wir schwächer. Ein natürlicher Todesfall. Und Erin, also zwei sind gestorben. Okay. Eine Frau und ein Mann. Ich muss kurz schauen, im Stammbaum, wer das ist. Das sind die zwei rechts. Okay. Also, ruht in Frieden, liebe Pharaos und Pharao und Pharao-Frauen. Jetzt ist der Pharao. Oder war der schon vorher Pharao? Was sagt man den Pharao? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon in diesem Zeitalter. Also früher im Pyramidenzeitalter waren es ja die Pharaos. Okay, wir haben da recht viel. Einheiten zum A können wir ausbilden. Hier ist niemand. Ah doch. Man sieht so schlecht, also es ist ein bisschen negativ, dass man hier nicht so sieht, ob hier eine Einheit drin ist und ja. Jo, in Siede, ja. Könnt ihr hier drauf, ja. Dann geht ihr beide. Am besten hier raus, geht hier entlang und greift diese Stadt ab. Wenn sie noch in den Händen der Rebellen sind. Das Schiff nervt mich ein bisschen. Die sind mir auch. Ah nein, die sind mir neutral, genau, den Griechen gegenüber. Ich finde die Handelsrouten richtig gut gemacht. Also, die Schiffe sind größer. Und auch besser zu sehen, diese Linien. Ja, sehr schöner Mod, wirklich. Auch wenn es mir für mich ein bisschen zu realistisch ist. Aber ja, ich denke einfach, wenn wir so, wenn man so ein Spiel hat, wo er auf realistischem anbaut, dann muss nicht so unbedingt der Spielspaß zuvorderst stehen, sondern die Korrektheit, weil man einfach so das Gefühl hat, ab jetzt, wenn das jetzt anders oder einfach ein anderer Mod wäre, ja, man kann sich einfach so denken, entweder ist der Mod nicht realistisch, dafür macht es noch viel mehr Spaß, oder er ist realistisch, macht zwar nicht mehr so viel Spaß, aber er ist eben korrekt und so, und er gibt so eine Atmosphäre, oder? Also zum Beispiel der Warhammer-Mod, ich bin so ein Warhammer 40.000, also ja, ach, normales Warhammer-Fan. Und der Warhammer-Mod, der gefiel mir nicht so. Er wurde zwar hoch gelobt, aber ja, irgendwie war mir das schon ein bisschen zu viel Fantasy und so. Okay. Jetzt muss ich raten, wo die anderen sind. Also hier hinten gehe ich nicht hin. Da ist eins. Ist da oben noch eins?
Ich gehe am besten. Ja, hier oben durch. Ich muss raten, aber es sind hier nicht Karthager. Wenn die hier von hier angreifen, dann sind wir hier nämlich relativ ungeschützt. Also wahrscheinlich auch einen Diplomat hinstellen, der irgendwie ein bisschen üben könnte. Ja, ich gehe so hoch. Die haben wir bewegt. So. Und mein Vater schlägt die ganze Zeit die Tür. Nochmals und jetzt halt noch fester. Okay, was mir noch auffällt, die Flüsse sind gar nicht richtig eingepflegt. Wahrscheinlich eher taktisch. Weil schaut euch mal an, der Rhein. Wenn ihr hier irgendwo der Rhein findet, wo ist denn Niederlande? Also der müsste eigentlich hier sein, der müsste irgendwo. Ist der Rhein nicht ober dem Suhl? Das ist wahrscheinlich der Rhein, das geht noch bis hier. Eigentlich geht er ja hier bis nach Basel. Und dann ist ja das Rheinknie, Bodensee ist wahrscheinlich das. Und das ist der Genfersee. Ah, das ist der Rhein. Okay, dann ist es doch realistisch. Hä? Ist das so weit oben? Okay, hätte ich jetzt nicht. Ah ja, Niederlande ist ja hier oben, nicht hier unten. Genau. Das Schwarzwald. Das Bayern. Also, hier gibt es wirklich ein Reich. Ich weiß nicht, welches Reich das ist. Ich glaube. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ist es Boy? Wo ist Boy? Ja, aber es gibt ein Reich dort, das relativ Bayern oder Österreich ähnlich ist. Okay, dann ist es schon ein bisschen realistisch. Also, wenn das jetzt die Donau ist, aber hier ist es nicht realistisch, also in der Schweiz. Früher in diesem Zeitalter gab es die Helvetier. Ich finde die Helvetier in diesem Mod nie. Ich weiß nicht, ob es die schon viel früher auch gab, aber realistisch müsste es eigentlich sein, dass in der Römerzeit auch die Helvetier gab. Und da hätte man ein bisschen noch mehr machen können. Zum Beispiel hier die Reuss, oder wie sie heißt, Rhone, auf Französisch, würde dann hier weiter nach hinten gehen, also durch den Genfersee hier durch bis ungefähr hier am Ende von Wallis, am östlichen Ende des Wallis. Ja, aber sonst ist es eigentlich echt gut. Richtigen Applaus an die Entwickler, an die Texturier. Und hier gibt es Vulkane. Die Vulkane sind auch wieder reingekommen. Wahrscheinlich sind sie im Mittelalter gar nicht so wichtig gewesen. Aber hier ist zum Spätner, Vesuv. Ja, richtig gut. Also ich sollte mal wieder unterbrechen bis zum dritten Part. Ich danke euch für das Zuschauen. Tschüss.